So, Freunde, willkommen zurück. Iron Explorer. Ich habe einen Vergaser aufgemacht, weil ich festgestellt habe, im Tank ist Wasser. So, das ist Teil 2. Ich habe euch ja gesagt, ich nehme euch mit. Ich kann euch nur nicht zeigen dauernd, wie ich das hier auseinanderbaue, weil ich habe kein Stativ fürs Handy und ich habe keinen zweiten Mann, der da filmt. So, zwei Fehler habe ich am Vergaser alleine schon gefunden. Und zwar die Leerlaufdüse, das ist jenige hier, die war verstopft, diese hier. Dann ist in diesem Kanal, wo die Leerlaufdüse eingeschraubt wird, ein ganz kleines Loch, seht ihr das? Durch dieses kleine Loch wird über die Leerlaufdüse das Benzin zugeführt. Und das war auch zu klein, das habe ich vergrößert. Ja, so auf etwas über 1,2 mm. Weil das spielt keine Rolle eigentlich, wie groß das ist. Natürlich sollte er jetzt nicht hier 5 mm reinbohren, weil das Verhältnis für die Spritzufuhr gibt die Leerlaufdüse vor. Ja? So, ansonsten, ja, Dreck, Gammel. Ich weiß gar nicht, ob ich was sehen kann. Ich mache das alles mal sauber. Dann mache ich einen zusätzlichen Tank dran mit frischem Benzin, um zu schauen, ob er jetzt anspringt. Also, und das Benzin war uralt, was da drin war. Das stinkt überhaupt nicht mehr nach Benzin. Das war nicht mehr zündfähig. So, und hier haben wir einen zweiten Beweis für Wasser. Seht ihr das, wie das da oxidiert ist? Diese weißen Flecken auf dem E-Schok, auf dem Zylinder. Ja, also Freunde, ihr werdet sehen, der wird anspringen, naja, wie ein Dildöppchen. Ja. Ja, man muss sich damit beschäftigen und ja, da darf Zeit keine Rolle spielen. Ne? Vor allen Dingen, wenn man das selber macht. In der Werkstatt hätten sie den Kollegen weggejagt, ja. Weil so Vergaser sauber machen, Instandsetzungsarbeiten, ich würde mal sagen, mit Verkleidung abschrauben, wieder dran schrauben, Vergaser richtig reinigen, einstellen, roundabout, anderthalb bis zwei Stunden. Wenn sie es vernünftig machen. So, 100 Euro Stundenlohn, 200 Euro plus Mehrwertsteuer, sind wir bei 240, 250 Euro. Ja, also deswegen nehmen die Werkstätten das nicht mehr an, weil das einfach nicht lohnt. So, ich wünsche euch Spaß. Ciao.